Hey Freunde und willkommen zurück zu Vanilla Minecraft. Oh Gott, war das witzig. Warum sage ich das immer? Ich weiß es nicht. Weil ich vielleicht Vanilla, also das Wort und die Bedeutung Vanilla immer nur mit Minecraft gehört habe. Hey Gronkh, spiel mal Vanilla Minecraft. Hey, wir spielen heute Vanilla Minecraft. Und deswegen gehört es für mich zusammen. Wir spielen heute Vanilla Minecraft Isaac. Ich hätte gerne ein Vanilla Minecraft Eis. Genau, und so weiter und so fort. Warum spielen wir denn eigentlich die Vanilla Dingenskirchen? Ganz einfach, weil ich glaube, wir haben weniger Items und dadurch die Chance, halt die Items zu finden, die wir noch brauchen. Wir müssen jetzt unter anderem diesen blöden Schlagring finden, damit wir ganz viele Dinger unlocken. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen komisch rede. Ich bin gerade aufgewacht, klinge ein wenig verschlafen und die Kackdinger sehen immer noch aus wie Smileys. Vielleicht muss ich mir ab und zu mal ins Gesicht schlagen, damit wir eine geile Brille bekommen. Hallöchen. Okay, nehme ich mit. Aber ich hoffe, wir bekommen nicht Epiphytes. Ich sage euch jetzt schon, Epiphytes will ich nicht mitnehmen. Weil das, ich will auf... Oh, sehr gut. Oh Gott, was für eine erste Ebene. Ich flipp aus. Sehr geil. Da hat sich das Schlagen gelohnt. Oh, das will ich haben. Das ist doch more Trinket Room, ne? Genau, zwei Trinkets. Das ist sehr gut, weil wir haben jetzt hier Vanilla Minecraft Isaac. Und, können deswegen... Ach, wir haben keine Schüsse, die durch Wände fliegen. Deswegen nicht die Möglichkeit... sag schon. Warte, das sprengen wir mal. Das Polaroid einfach als Item mitzunehmen, sondern müssen es halt so mitnehmen. Verstehst du? So, komm schon, wir müssen jetzt 15 Münzen finden. Zu viel verlangt? Ich denke nicht. 15 Münzen auf der ersten Ebene? Hey, komm schon. Ich meine, wir haben zwei geile Items auf der ersten Ebene und ganz viele Herzen. Gut, ich glaube, das wird nichts, ne? Ich glaube, das wird nichts. Musst nicht mal einmal rerollen. Was ist denn hier los? Also, eine gute Runde in Isaac? Eine gute erste Ebene, nice. Das ist ja... Sowas gibt's? Naja, okay. So, ach, hallo Bettler. Dir muss ich auch Kohle geben, ne? Oh, Mann. Die muss ich Kohle geben, damit ich in den Himmel komme und so ein Scheiß, ne? Komm, du kriegst meine Münze. Vielleicht erhöht das ein bisschen die Chance. Ah, ich dachte, vielleicht gibt er was direkt beim ersten Mal. Oh, komm schon, gib her. Jetzt guck mal. Direkt richtig geile Items, ne? Und jetzt, zack, direkt irgendetwas Böses. Direkt macht Isaac etwas Böses. Spawnt einen scheiß Bettler, dem ich Geld geben will, dem ich aber kein Geld geben kann. Spawnt dieses blöde More Trinket Room und das kann ich auch nicht kaufen. Isaac ist manchmal ein Arschloch. Ja, so ist es. Einfach ein Arschloch, oder? Das denkst du dir auch, oder? Isaac ist ein Arschloch. Warum hat er mich so designt? Warum hat er mir nicht einen Zahn mehr gegeben? Ich will hübsch sein. Ich kann nie hübsch sein. Ein bisschen traurig, oder? Das ist schon ein bisschen traurig. Wo ich gerade so drüber rede, muss ich ein bisschen weinen. So, komm her. Gib mir ein Pentagramm. Das wäre richtig nett. Einfach ein Pentagramm. Komm schon. Oh. Oh. Es geht denn ab, ey? Der hört nicht mehr auf. Hey. Oh. Übrigens sehe ich ein bisschen aus wie, wie heißt der denn? Northern Lion jetzt mit dieser Brille und der Glatze. So, komm her. Komm her. Na, geht doch. Eigentlich hast du gemerkt, dass es doch nicht so viel bringt. Ein HP-Upgrade. Nimm ich mit. Auf geht's. So, dem Bettler können wir leider keine Kohle geben. Wir haben auch sonst nicht die Möglichkeit, irgendwie Kohle zu holen. Super. Das ist doch toll. Müssen wir verkraften. Dafür haben wir zwei geile Items bekommen. Ein drittes hier noch. Ein Health-Upgrade. Und ich würde sagen, wir gehen weiter. Ich wollte gerade sagen, wir sprengen den Bettler, aber nein. Muss nicht unbedingt sein, was? So. Oh nein! Warum jetzt? Na gut, egal. Verkraften wir einfach irgendwann. Irgendwie. Guck mal, man kann einfach hier so durchfliegen. Das ist richtig geil, ey. Das wird ein super Run. Auch wenn mir ein bisschen mein Körper fehlt. Ich habe ein Déjà-vu. Ja, mein Körper fehlt mir ein wenig. Ist schon ein bisschen sexier, wenn man mit dem Körper hier rumfliegt und vielleicht ein bisschen besser ausweicht. Ist auch noch richtig sexy. So, komm her. Kein Schaden bekommen einfach, komm schon. Ich muss einfach immer denken, wir müssen irgendein Achievement frei bekommen. Freidingsen. So, okay, eine super Form. Und zwar mit Homing Bombs, mit diesen Trollololololol-Bombs. Aber da sehe ich schon einen blauen Stein, komm her. Komm her. Hilf mir mal ein wenig. Komm schon. Dankeschön. Und jetzt sprengen. Oh, was ist da drin? Leider nicht dein Ende. Okay, Moment. Ich muss deine Bomben einfach mal gegen ihn verwenden. Gigi. Tut mir leid, wenn ich ein wenig... Ich muss wach werden. Tut mir einfach leid. So, komm her. Ach, schade. Aber komm, der ist schon halb tot, ne? Von deinen Bomben möchte ich nicht so gerne getroffen werden. Komm her. Yes. Einfach mit seinen eigenen Waffen geschlagen. So muss das laufen.
Blaue Steine gibt's hier nicht, ne? Nein, das war der einzige. Gut. Ich habe Déjà-vus in diesem Run. Hatten wir nicht eben gerade auch genau den gleichen Run? So. Ah, da liegt eine Bombe. Die nehmen wir mit. Der Raum baut sich wieder zu einem Hakenkreuz auf. Das ist super. oder Schwarz-Tint-Castings. Das ist ja, da gab es auch letztens die Frage. Hey, Edmund McMill, warum sind dein Run so viele Schwarz-Tint-Castings? Ich habe den Namen vergessen, wie diese Teile eigentlich heißen. Und ich komme jetzt in den Sturmbruch gerade. Schwanz-Tint-Castings. Ja, so heißen die bestimmt. Hm. Ihr dürft den Run übrigens nur nach 20 Uhr gucken, weil es ist ja pervers und sonst was. Ich glaube, das ist einfach nur random generiert, ne? Ich glaube, das sind einfach nur random generierte Rhyme und Ebenen. Und da passieren mal so komische Sachen. Ich hatte schon mal einen Run, der sah aus wie das Mirko. Einen Raum. So, komm her. Zack. Ein bisschen leiser machen, ist doch ein bisschen zu laut hier. Und jetzt, ich kann euch jetzt schon sagen, wir bekommen Quadshot. Das ist aber ein Damage. Down oder sowas, keine Ahnung. Wir nehmen Quadshot mit, auf geht's. Mutant Spider, Ninja Turtles. Jetzt kommt Greed, hundertprozentig. Wir haben Kohle, es kommt Greed. Was? Oh, wir können uns eigentlich hier... Oh, Schlüsselverschwendung. Egal, wir nehmen mal die Karte mit. Das mit... Bomben brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Sparen wir mal lieber die Kohle ein wenig. So, dann würde ich sagen, bekämpfen wir mal den nächsten Boss, ne? Mit unserem Quadshot of Doom. Oh, jetzt sehen wir nicht mehr, wo er hin verschwindet, ne? Dank der Lebensleiste hier, die nicht vorhanden ist. Es wird wieder schwerer. Ui, toll. Ne, ich finde, das ist ein ganz anderes Feeling hier. Natürlich, die ganzen Items sind interessant, die man da hat, aber irgendwie hatte ich da schon fast alle. Man kann da nicht so viel machen. Das ist Tiny Planet, Ludovico. Was gab es da noch so Cooles? Bunte Tränen, die alle verschiedene Effekte haben, die aber nicht so funktionieren. Range Up überlege ich mir mal. Warte mal, ganz kurz hier reingucken. Ja, pass mal auf, das Ding ist jetzt. Das Ding ist jetzt, dass wir natürlich... warte mal, ich überlege gerade. Na, wir wollen ja eigentlich Engelsräume haben, aber scheiß drauf. Wir machen einfach zufällig. Ich will jetzt hier, ich will das haben. Und ich will verdammt nochmal das haben. Und wisst ihr was? Ich gehe jetzt raus hier und werde das hier rerollen zu Scheibenkleister. Ich dachte, das ist ein Range-Up-Dingenskirchen. Aber dafür können wir jetzt in den Kampfraum. Auf geht's. Mit diesem Mann, ich gebe alles, ey. Guck mal, der wird richtig verrückt, richtig crazy wird der Rennen hier. So, bei den Hunden. In den Kampfraum rein. Und wir bekommen ein HP-Upgrade, oder? Noch ein Damage-Upgrade. Das ist natürlich richtig geil. Das ist natürlich richtig geil. Muss ich schon sagen, ey. So, komm her, hauen wir dich weg. Das ist richtig geil. Der Damage, der steigt. Der steigt gerade auf den Ebenen. Na, die One-Hitten wir natürlich. Oder Quad-Hitten wir natürlich mit einem Schuss. Aber die nicht. Hm. Wenn sie sofort spawnen, sind die wahrscheinlich schwächer, oder was? Scheint so. So, machen wir die weg. Und das war's. Gut. Tja, bekommen wir unser Pentagramm, das ich haben wollte. Sehr schön. Jetzt hätte ich gerne Curved Horn. Wobei, nein, geht ja nicht. Ich muss ja dann irgendwann wechseln und ich kann jetzt nicht dieses Mod Trinket Dingsbums holen. Ah, das wäre so gut. Das wäre einfach so gut. Okay, weiter geht's. Wir haben nur ein Herz. Drei blaue Herzchen. Wir sind so gut wie am Arsch, würde ich sagen, ne? Aber es wird schon. Es wird schon laufen. Monster Tooth. Nope. That's not what I'm searching, but I need this Geräte. That's making shooting tears. Thief. Yep. Wie gesagt, wir brauchen dieses blöde Teil. Ach, guck mal hier, komm. Jetzt habe ich wahrscheinlich eh nicht die Chance auf dem Engelsraum, aber scheiß drauf. So. Komm, gib mir dieses More Trinket Room. Ne, leider, ey. Steck sie dir sonst wo hin. Ank! Steck sie das auch sonst wo hin oder so, keine Ahnung. Warte, nehme ich noch nicht mit. Schauen wir erstmal, wie das so läuft. Ich werde erstmal aufladen und die Leiter neu würfeln. Genau, das werden wir machen. Burn Penny, hallo. So, und einmal hier unten hin. Alles Jamanchen. Oh, das fühlt sich so gut an, wenn man alles one-hittet. Na gut, die Fliegen zu one-hitten ist jetzt nicht so die krasse Herausforderung, aber es fühlt sich trotzdem gut an. Hier reroll ich nicht, weil ich Angst habe, Epic Fetus zu bekommen, da habe ich keinen Bock drauf. Ein HP-Upgrade, ich glaube, das nehme ich mit. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen HP aufpushen. So, komm her. Bam. Her damit. Warum nehme ich dieses neue Leben-Item mit? Keine Ahnung. Vielleicht, weil ich Guppy werden will? Aber das wäre wieder so langweilig, glaube ich. Aber so oft war ich jetzt nicht Guppy. Ich habe gesehen, mein Northern Lion, der ist ziemlich oft Guppy geworden. Und da waren die Leute... Du Leiter, ne? Du bist schon ein Drecksack, du Leiter. Da waren die Leute schon ein bisschen sauer, dass er immer zu Guppy wurde.
Was war eigentlich im Itemraum? Ach ja, Monstrous Tooth, ne? Genau. Ja, dann rerollen wir mal den Schüssel. Ja. So, ja, rerollen. Ich überlege gerade, aber ja, auf Epic Feet habe ich echt keinen Bock, Mann. So, reroll und wir bekommen dich schon wieder. Den bekomme ich oft in letzter Zeit. So sah das gerade aus, oder? Gottes Willen, warum? Ich bekomme immer beim Reden voll viel Luft in den Magen. Ich sollte aufhören zu atmen beim Reden. Da würde ich so kriegen, wenn ich atmen würde beim Reden. Und das tue ich ja nicht, also atme ich nicht beim Reden. Gut, dass ich mir widerspreche. Das ist schön. Ich habe ja nicht die YouTube-Kommentare, die gegen mich sind, jeden Tag. So, die Pille, nehme ich sie mit? Ich weiß es nicht, Mann. Ein Bombsack. Okay. Es ist eigentlich ganz gut, doch. Weil wir haben jetzt eh ganz viele Dingenskirchen. Der Hero Friend, super. Ganz viele Bomben bekommen wir durch Burnt Benny. Lass mal hier rein. Leider kein weiteres Gruppi-Teil. Okay. Egal. Wir müssen noch Loki werden. Genau, das ist eigentlich noch das nächste große Ziel. Loki zu werden in dieser blöden Community-Remix-Mod. Was ist da drin? Nur ein Herzchen. Ehrlich, wegblupsen. Ja, ich glaube, die sind tatsächlich schwächer, ne? Die Gegner, wenn sie gerade frisch spawnen. Dann sind die schon ein wenig schwächer. Gut. So. Machen wir die kleinen Fleischklötzchen mal auch tot. Ich sag's euch, jetzt Polyphemus. Polyphemus und ich bin glücklich, ey. Polyphemus. Aber immerhin habe ich etwas geschafft in diesen 120 Isaac Runs. Polyphemus richtig auszusprechen. Aufnahme stoppen. Ich nehme auf, oder? Das richtige Mikro? Ich nehme gerade alles auf einmal auf und ich, weil ich sonst 1000 Tonspuren habe und da habe ich wirklich keinen Bock drauf. Ich glaube, es müsste aber passen. Ja, müsste schon passen. So. Und das Ghost Baby. Na, mein lieber Charlie, was mache ich denn damit? Nehme ich das mit oder nicht? Weiß ich gar nicht. Wir können auf jeden Fall nochmal rerollen. Was war hier nochmal drin? Ja, lass uns mal das hier mitnehmen. Eternal Life. Sexy. Habe noch ein Leben. Noch ein Leben nach den neuen Leben. Dann haben wir noch mehr. Können wir noch mehr rum uns quälen, wenn wir beim Blue Baby sterben und nur noch ein Herzchen haben, mit dem wir das Blue Baby töten müssen. Das wird spaßig, das sage ich euch. Kane's Eye hat die Chance, die Ebene aufzudecken. Irgendwie von 0,08000 minus Prozent. Das klang sehr glaubwürdig. Also kein so gutes Trinket. Judgment. Ach, guck mal hier, schon wieder. Oh, den nehme ich mal mit. Vielleicht bekommen wir den im Teufelsraum, ne? Vielleicht kommt der gleich im Teufelsraum. Wir haben einen Deal gemacht mit dem Teufel. Das heißt, er hat die Chance zu spawnen wieder. Weil er denkt sich, ja, ein potenzieller Kunde. Ein potenzieller Kunde. Das ist so. Opa. Oh, fuck. Da ist er echt ausgeflippt. So, ach, da wird immer kleiner. Genau, das war's. So, und da ist der nächste Deal with the Devil. Ja, weiß ich nicht. Was ist mit dir, ey? So, warte mal, lass mal kurz reingucken. Nein, ich wollte gerade sagen, ey, das ist bestimmt hier Krampus. Oh, super. Na egal, wir bekommen das Kohlestückchen. Warum nicht? Warum nicht? Jetzt noch Shot Speed Down und sowas. Die Pillen gibt es hier leider nicht. Müssen wir uns irgendwie so ercheaten oder so? Gibt es überhaupt hier einen normalen Isaac Items, die Shot Speed Down machen? Ich kenne nur Shot Speed Up irgendwie. So, und das Kohlestückchen. Das nehmen wir nicht mit, weil das wäre unser Ende. So, dann pass mal auf. Dann, ja, warte mal hier. Ne, du gibst rote Herzchen. Ich weiß nicht. Brauche ich dich überhaupt? Ah, oh, warte. Hätte ich ganz vergessen fast. So, komm her. Na, was spawnst du mir? Das ist schon mal nett. Aber vielleicht nicht so ganz nah an die Zecke, ne? Das wäre auch ganz nett. Wahrscheinlich lässt er das Item jetzt direkt auf der Zecke spawnen. Also dann würde ich ausflippen. Okay. So. Alles gut, alles in Ordnung. Der Chariot? Ach, auch ganz gut. Kommen wir gegen so eine Blutbank oder so hin? Jetzt gib mir aber auch was. Komm schon, bitte. Oh Mann, komm schon, bitte. Nicht dein Ernst, ne? Das ist nicht dein Ernst, oder? Das ist wirklich dein Ernst, oder was? Super, und jetzt ist er da drin. Super. Na, das freut mich aber. Na, das macht mich aber glücklich. Blödes Arschloch. Mann. Und ich dachte, wir kriegen jetzt irgendwie was richtig Cooles. Oh, Mann. Das macht mich so wütend. Und du glaubst, ich nehme dich mit, ne? Damit du meine ganze Kohle klauen kannst, was? Ja, das mache ich.
Scheiß einfach drauf. So. Oh Mann, das ärgert mich jetzt. Ich habe mich so richtig gefreut. Ich dachte, wow, was wird das für ein Run, weil jetzt, oder das war kein Devil Room, ne? Das war ja so ein Krampus Room. Wobei, das war eigentlich ein Devil Room, nur mit Krampus. Ich versteh's nicht. Egal, scheiß drauf. Oh, meine Nase juckt, Mann. Oh, das wäre ein kostenloses Item hier im Teufel. Oh. Ich würde das Leben dieses blöden Bettlers disliken, wenn ich könnte. So. Ach ja, stimmt, wir müssen ja ein bisschen den Abstand halten, weil... Dann werden unsere Schüsse stärker. Wegen dem Kohlestückchen. Nee, du nimmst nicht meine Kohle, verstanden? Das ist hier der Automat. Und Schlüssel. Gut. Weiter geht's. Itemraum suchen. Bisschen Abstand halten. Ich brauche Schüsse, die durch Wände gehen. Ja, ich brauche echt Schüsse, die durch Wände gehen. Tour of Hearts. Na, wenn's sein muss. Oh, guck mal hier. Na, das passt doch, ne? Na, das passt doch. Jo, warte mal, dann nehmen wir das Teil hier mit. Vielleicht bekommen wir noch ein HP-Upgrade. Das wäre richtig gut. So. Und the Chariot activated. So, komm her, go. Na, nicht meine Kohle klauen, nicht meine Kohle klauen. Ich brauche ein bisschen Geld hier. Alter, hör auf. Ja, meine, das ist auch ein bisschen. Hör auf, mir die Kohle wegzunehmen. Geht doch, ein HP Upgrade. Sehr geil. Und nochmal Judgment. Okay, das ist jetzt ganz cool, dass wir nochmal bekommen. Das ist ein bisschen süß vom Spiel. Das Schutzbuch nehmen wir mal einfach mal so, zack, mit. Wir könnten hier eigentlich reballen und die ganzen Bücher weghauen. Und wir bekommen noch ein HP-Upgrade. Nice, ey, das hat sich ja richtig gelohnt, das Kapital zu holen. Aber es hat sich nicht gelohnt, wenn wir keine Gabenteile mehr finden. So, pass auf, was machen wir denn jetzt? Der Itemraum kann da recht nicht sein. Da ist ein Kampfraum. Tja, ich will... Wir lassen mal den Raum und... Na, kein Kapital. Mann, oh. Abada. So, warte mal, lass uns mal hier durchkämpfen. So. Einfach die Räume mal im Leben lassen. Oh Gott. Arschkeigen. So, damit wir ein paar Sachen zum Reroll haben. Natürlich ein bisschen Bombenverschwendung. Und da ist der Itemraum, genau. Aber wir haben ja Burn Penny. Und jetzt müssen wir ganz viele Pennies aufheben, bevor es dieser Typ da macht, ne? Ein Kollege mir nichts geben wollte im Teufelsraum. Arschgeige. So. Nein! Was ist das? Das ist ein Space-Item, ne? Genau, Mr. Boom. Gibt er uns Bomben? Nee. So, reroll. Und wir bekommen Whore of Babylon. Bringt uns nicht wirklich viel. Das ist nur, wenn wir irgendwie noch ein Herz haben, bekommen wir diesen Whore of Babylon-Effekt, machen halt mehr Schaden, aber halt müssen immer nur auf ein Herz spielen eigentlich. Da hätte ich mir keine Upgrades holen dürfen. Eigentlich. Ach ja, was? Ich wollte reroll nach einem Raum. Ach, holly, holly. So. Ja, ist kostenlos. Würde ich mitnehmen. Auf geht's. Ist, glaube ich, sogar ein Special Item, ne? Scheiß drauf. So. Dafür sehen wir jetzt aus, wie jemand, der cool ist. So. Zack. Auf Wiedersehen. Und wir müssen brüsten. Wir müssen noch einen Raum clearen. Wir können einen Kampfraum gehen, oder? Wir können einen Kampfraum gehen. Und dann haben wir mal einen Raum. Ah, das ist ein blauer Stein, ey. Guck mal, den sehe ich gar nicht. Zack. Nein, dann nicht der Stein. Ja, ich werde den Judgment-Typen auch nur holen, wenn wir jetzt, noch mehr Kohle finden. Also ich werde so viel Kohle wie möglich suchen. Und dann erst ihm Kohle geben. Catacombs 2. Ne, da kommt noch nicht Mob, ne? Das heißt, aber wir haben wieder die Chance auf den Teufelsraum. So. Der Engelsraum wäre vielleicht ganz süß. Haben wir in der Kathedrale eine Chance, ne? Da kommt ja immer der Engelsraum. In der Cathedral. Genau. So, komm her. Auf Wiedersehen. Bam! Das geht schnell. Das freut mich, wenn es ein bisschen zacki-zacki flott geht, ne? Das freut doch jeden. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nach rechts. Rerollen das Item. Diese Hure von Babylon, die kommt mir nicht ins Haus. Und hoffen einfach mal auf Polyphemus oder sowas. Immer noch. Und da wir jetzt nicht Millionen Items haben, ist es eigentlich ganz gut möglich. Ein Damage-Upgrade und ein HP-Upgrade. Nehme ich mit. Oder ist es jetzt nur ein HP-Upgrade und kein Damage-Upgrade mehr? Da gibt es ja zwei Versionen von diesem Pilz, ne? Auf jeden Fall ist unser Kopf jetzt mächtig groß. Guck mal, wie groß wir aussehen. Guck mal, wie wir aussehen. Das hat auch irgendwie Stil, ne? So sahen wir noch lange nicht mehr aus. Noch lange? Das noch war falsch, ne? Egal. Bin verschlafen. Ist alles okay. Sonst alles gut? Ja, ne? Ich nehme alles auf. So, ich kann mal den Hintergrund wieder ändern, ne? Hier diesen Teufel da hinten. Vielleicht mal was anderes, ne? Was anderes Erotisches bei machen. Ich könnte den mal im Zacki-Zacki-Raum spawnen lassen, ne? Den Bettler. Genau, da haben wir auch die Chance dann auf so ein Teufels-Item. Können wir eigentlich mal machen.
So. Ja, das machen wir auch, glaube ich. Aber zuerst hole ich mal ein bisschen Kohle. So, erstmal ein bisschen Kohle holen, ne? Erstmal ein bisschen Kohle holen. Das wäre, glaube ich, ganz klug. Ja. Kohle holen. Wir sind ja voller Kohle eigentlich, ne? Denn wir haben Campus besiegt und machen jetzt verdammt viel Schaden auf Distanz. Und allgemein. Au. Moment, die muss ich aufheben. Wieso spawnen keine Bomben? Verdammt. So, ein Raum noch. Damit ich im Taki-Zaki-Raum, wenn er was spawnt, auch rerollen kann. Hatten wir die schon? Ich glaube, die hatten wir schon, ne? Ne, die hatten wir noch nicht. Range up. Oh, Junge. Und nochmal Judgment. To the Moon. Ja, bringt uns nicht so viel, weil wir ja... Doch, das nehmen wir mit. Einfach, wenn wir nach Mom, vielleicht kriegen wir da einen Teufelsraum und können dann einfach raus teleportieren und wieder rein. Dann kommt er ja erst. So, lass mal rein hier. Spawn, Alter. Und wer, du gibst mir jetzt kein Item. Muss kurz nachlesen. Moment.